Yo Leute, was geht ab? Wir haben ein neues Auto zu Weihnachten bekommen. Den Outcast 6S XB. XB steht für Extreme Bash. Oh. Wir haben auch den X-Max mit dabei. Und wir wollen heute erstmal den Outcast testen. Ein bisschen über die Wiese fahren. Bei 13 Grad am 26. Dezember. Mal kurz über die Rampen springen. Geile Karre. Riesengroß für einen X8er. Krass. Scheiße. Ah, schön umgesammelt. Alter, das kann doch nicht sein. Hä? Alter, das ist doch nicht wahr. Wir sind 5 Meter gefahren. Und der Heckspoiler ist abgebrochen. Das ist geil. Ist ja billig. Nee, der ist bloß. Der ist nicht abgebrochen. 5 Sekunden gefahren und dann. Also, wir haben jetzt wieder drauf geklippt hinten. Also, die Schrauben hat es rausgerissen aus dem Gewinde. Da. Ich glaube, der ist. Scheiße. Der geht sogar bei Vollspeed noch hoch. Wie viel Prozent haben wir? 75 oder 100? 100, okay. Was ein Backflip auf. So, als Heckspoiler haben wir gleich erstmal abgelassen. Also, ja. Und wir haben mal unsere Rampe mit, um zu gucken, ob das Auto wirklich so gut springt. Gut. Kommt in die rum. Okay, ich habe nicht gesagt. Lässt sich steuern, oder? Wie lässt es sich steuern? Wieso den Eindruck? Ja. Tschüss. Ah. Okay. Oh. Also Backflips kann der auf jeden Fall sehr viele. Das hat man ja gerade gesehen. Das ist mal eben.